Das nächste rechtliche Grundlagenthema kommt jetzt nach TF Health. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen ein bisschen spannender, weil es jetzt doch nicht so ein Spezialsegment anspricht, sondern ganz allgemein Ordnungsmäßigkeit der Aufbewahrung. Also langer Titel, kurz gesagt GOBD meets DMS, ist mal so ein bisschen plakativer gesagt. Worum geht's? Es geht um das, was eigentlich alle, die hier ein DMS einsetzen, irgendwo im Hinterkopf haben, ob sie es wollen oder nicht. Es geht um die Ordnungsmäßigkeit der Aufbewahrung. Und da gibt es ja in Deutschland schon viele alte, gute Grundlagen. Die GOBS ist eins von den Dingen, die es schon lange gibt. Und es gibt auch sowas wie Datenzugriff, Zugriff auf steuerrelevante Daten. Hat der ein oder andere vielleicht auch mal von Ihnen gehört, die GDPDU. Ja, und in dem Zusammenhang passiert was. Da passiert was, es kommt was Neues raus. Und für die DMS-Hersteller und auch für die Kunden wird das jetzt dann die Bibel sein, wo man sagt, okay, das ist die Rahmenbedingung, an der orientiere ich mich. Da stehen die Leitplanken drin zum Thema ordnungsmäßige Buchführung, aber auch viel mehr als früher ordnungsmäßige Aufbewahrung. Wenn Sie ein bisschen rumgoogeln, finden Sie den aktuellen Entwurf auch im Internet. Der hat eine ganz bewegte Geschichte hinter sich. Ich selber bin auch im AWV, Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung, in einem Arbeitskreis, der damals die GOBS gemacht hat, die Grundsätze der Buchführung. So, und da haben wir ganz lange, ja, das muss mal renoviert werden, ist ja 10 Jahre alt, wurde lange dran gearbeitet. Zu lange, weil jetzt hat das BMF selber einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, ach, wisst ihr was, ihr arbeitet da schon ganz lange dran, wir machen jetzt mal selber was. Und so die wichtigsten Inhalte zu den neuen Grundlagen, zu den aus der AO und dem HGB abgeleiteten Grundlagen an die ordnungsmäßige Aufbewahrung. Das würde ich Ihnen jetzt gerne mal kurz vorstellen. Allerdings mit Fokus auf, deswegen sind wir ja hier, Dokumentenmanagement. Also es geht jetzt nicht um Buchhaltung, sondern es geht gezielt um die Aufbewahrung von Dokumenten. Die Frage, die ich immer wieder dann auch bekomme, ist, wann kommt denn das endlich raus? Wann ist es denn Gesetz? Also es ist jetzt noch kein Gesetz. Wir haben im Moment noch diese alten Grundlagen im Rennen. Man geht jetzt davon aus, dass aber gegen Ende des Jahres das als offizielles BMF-Schreiben kommen wird. Von daher sind auch noch nicht alle Inhalte absolut verbindlich. Aber man kann sich jetzt schon, wenn man sich den Prozess anguckt, was ist so passiert, im Rahmen der Abstimmung, der Bitkom hat Stellungnahmen gegeben, die ganzen Verbände haben Stellungnahmen gegeben, da ist nicht mehr so viel passiert. Das Dokument besitzt momentan eine Gliederungsstruktur, so wie Sie die da oben sehen. Und natürlich hat es wieder was mit Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu tun. Weswegen hier aber vielleicht heute hier sind, ist ja, wir wollen was ordentlich aufbewahren, wir wollen, dass wenn der Prüfer kommt, dass wir die Dokumente haben, wir wollen es in dem Format aufbewahren, so und so. Also uns interessieren ja hier eher die DMS-Themen. Und ich habe das da oben mal so ein bisschen angemarkert. Es gibt ein paar Abschnitte, die sagen ganz konkret was zum Thema Aufbewahrung von Dokumenten. Und wenn man das Dokument mal quer liest, dann finden wir so Begriffe wie PDFA steht drin, es steht was wie Mailbody und Mailheader. Also durchaus technische Ebenen, Zugpferd als Rechnungsformat steht drin, also technische Begriffe, was ja letztendlich alle freut, weil oft ist es so, wenn man Dinge konkret beim Namen nennt, dann weiß man, was man machen muss, wenn man da einen Archivserver hat und einer sagt, das Ding ist aber nicht ordnungsgemäß. Also das Dokument hat einen recht guten Reifegrad, es geht detailliert auf einzelne Themen ein, es hat viele Beispiele, das eine oder andere erwähne ich jetzt gleich auch noch. Und es verweist auch oft auf BFH-Urteile, die letztendlich auch schon mal Dinge geklärt haben, wo es Diskussionen drüber gab. Da sind wir heute. Das ist, was ich sagte. Wir haben heute die GOBS als Mittelpunkt verzahnt in die gesetzlichen Grundlagen, HGB, Abgabenordnung und die Grundsätze zum Datenzugriff, GDPDU. Das ist das, was momentan noch gilt. Und das wird sich aber ändern. Denn die Grundlagen, die wir hier haben, die was mit dem Thema Aufbewahrung zu tun haben, na, ganz rechts sieht man noch die Seite, in der auch sehr viel passiert ist, das Umsatzsteuerrecht. Die haben ja ganz viel zum Thema elektronische Rechnungen gesagt, was ja viel besser geworden ist, jetzt auch mit dem BMF-Schreiben von 2012. Einfacher, Signaturen braucht man nicht mehr. Also da in dem rein rechnungsbezogenen Thema passiert ja auch schon viel. Aber was jetzt eben auch noch passiert, ist in der Mitte sich diese beiden Grundlagen, Grundlagen der Buchführung und das Thema Datenzugriff paketieren werden in den GOBD. Die Frau Schubert hat vorhin versucht, das auszusprechen, diesen langen Begriff. Ich kann es auch noch nicht ganz auswendig. Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. So, GOBD ist, glaube ich, praktischer, ne?
Ich stelle Ihnen ein paar Inhalte vor. Also relevant ist es auf alle Fälle für alle, die steuerlich relevante Unterlagen aufbewahren und eine Buchführung haben. So damit praktisch jedes Unternehmen, was irgendwo steuerpflichtig ist. Es definiert Grundlagen, also auch am Anfang des Dokuments geht es viel über so Grundlagenthemen raus, was wir jetzt hier aus DMS-Sicht, was jetzt nicht besonders interessant ist. Es hat aber oft so Hinweise auch, wir machen keine technischen Vorgaben konkret, aber wir machen so Analogieschlüsse mit rein oder Beispiele mit rein. Also von daher ist es auch sehr lesenswert. Wenn man so will, kann man es in drei große Bereiche. Das eine ist so Grundlagen und Buchführung. Dann gibt es aber auch einen konkreten Bereich, der hat was mit dem Thema Aufbewahrung zu tun. Der interessiert uns natürlich besonders. Und zum Schluss kommt nochmal das Thema Datenzugriff. Leider kommen Themen doppelt vor. Es ist ein bisschen schwierig zu lesen. Vorne geht es um Ordnungsmäßigkeitsgrundsätze. Das ist ja so der Kern, der auch bei den GOBS der Kern war. Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit, Unveränderbarkeit. Das sind ja so die Grundsätze, die eine Buchführung erfüllen muss. Und die muss halt natürlich auch ein dokumentverwaltendes System, was die Dokumente drin hat, erfüllen. Das wird vorne erwähnt. Da gehen wir auch auf den einen oder anderen Punkt gleich nochmal ein. Und hinten im Abschnitt Aufbewahrung, wo so ein bisschen der Fokus eben auch auf elektronischer Aufbewahrung liegt, da kommen die Sachen nochmal. Also mal gucken, es ist ja noch der Entwurf, vielleicht ändern sich noch ein paar Dinge, aber die Grundstruktur, glaube ich, wird so erhalten bleiben. Ich habe im Anhang zur Präsentation, die können Sie ja in der Folge das von der Messe auch runterladen, habe ich hinten noch mal ein paar Beispiele, was heißt denn Vollständigkeit für ein DMS und was heißt Unveränderbarkeit für ein DMS. Das Unveränderbarkeit für ein DMS müssen wir hier machen, weil das ist eigentlich so das Dauerbrenner-Thema, was man immer hat. Aber da sind nochmal so Interpretationen von diesen Grundlagen. Die Grundlagen, diese grundsätzlichen Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit, die haben sich nicht geändert. Es wird aber im Gegensatz zu früher viel mehr konkret zu einzelnen Themen Stellung genommen, die man beispielsweise bei Vollständigkeit oder insbesondere bei Unveränderbarkeit immer wieder diskutiert hat. Na, hier vorne, aber erstmal ganz allgemein, Vollständigkeit, klar, vollständige Aufwahrung, also das, was eine Buchhaltungsanforderung schon immer war, ganz allgemein, aber Kontrollen, Vollständigkeitsprüfungen, da kommen wir so aus DMS-Sicht noch nicht so richtig an Futter dran. Klar kann man das interpretieren, kann sagen, ja, Vollständigkeit heißt ja mindestens mal, dass ich beim Scannen gucken muss, dass ich keine Doppelerfassung habe. Oder wenn ich jetzt Barcodes drucke bei Rechnungsszenarien, dass die Dokumente zum Schluss auch wieder reinlaufen ins System. Das wären jetzt Beispiele dafür. Das steht leider so explizit nicht drin, sondern eher so allgemeine Lückenanalyse. Okay, aber so ist das eben bei den Grundlagen. Die besitzen eben doch noch mehr den Fokus so auf Richtung Buchhaltung und nicht so sehr, wie wir es gerne wollen, in Richtung Aufbewahrung. Na, und so werden diese Grundlagenkriterien durchdekliniert. Und wir können sie dann natürlich immer interpretieren und können sagen, ja, Richtigkeit von einem Beleg heißt ja mal mindestens, dass man ihn lesen kann, dass er in Farbe ist, wenn Farbe relevant ist, dass er lesbar ist und dass er vollständig ist. Also so kann man schon Kriterien, die eigentlich für ein Buchhaltungssystem gelten, kann man schon uminterpretieren auf ein dokumentverwaltendes System. Aber dafür gibt es eben im mittleren Teil diesen Abschnitt Aufbewahrung, wo eben auch nochmal was konkreter zu den Aufbewahrungssystemen gesagt wird. Ja, hier sind jetzt weiter mit Ordnung. Diese Begriffsdefinition Ordnung hat eher was jetzt auch wieder mit der Buchhaltungssicht zu tun. Geordnet war aber dann wir mit DMS. Wir wollen ja wissen, was heißt denn jetzt geordnet für ein DMS? Muss ich da jetzt einen Indexwerte vergeben? Wie viele muss ich denn vergeben? Reicht das, wenn ich alles von einem Monat in einen DMS-Ordner speichere? Das sind dann die Sachen, die uns eher umtreibt. Aber auch hier, es gibt dann auch Beispiele. Ne? Da oben steht Beispiel für keine ausreichende Ordnung. Wenn ich jetzt nur einen Kontonummerauszug hätte oder sowas, also nur eine Kontonummer, einfach als einziges Zugriffskriterium. Von daher gibt es schon auch immer wieder so ein paar ganz praktische Hinweise darauf. Das Thema Belegfunktion wird natürlich in dem Buchhaltungsabschnitt gekaut, aber auch da kommt wieder ein Ausblick, weil das ist eben eine Diskussion, die man oft hat, wenn ich jetzt Kontierungsvermerke habe, auf dem Papier, ja, das geht. Ja, aber wenn ich das elektronisch mache, muss das dann auch auf dem Papier, das ist so ein schönes Diskussionsthema und da sagen die GOBD jetzt, nee, du musst es so verknüpfen, dass du es findest, wie auch immer, da sind ja unten ein paar Beispiele aufgeführt, aber es muss nicht auf dem PDF eine Notiz drauf sein. Also das ist jetzt ein schönes Beispiel, das zieht sich durchs ganze Dokument durch, wo man mal so ein paar Beispiele findet und sagt, okay, dann haben wir das Thema in der Diskussion schon mal weg, weil das ist hier genau als Beispiel benannt. Da zeige ich Ihnen gleich noch mehr dafür. Schon relativ weit vorne kommt dieses leidige Stichwort Dokumentation. Das gab es früher schon. GOBS haben schon gesagt, brauchst eine Verfahrensdoku. Das machen einige Kunden, eine Dokumentation, wie sie ihr System betreiben, auch für die DMS-Umgebung. Da hat der Bitkom ja auch schon Checklisten und solche Sachen, Bücher gibt es dazu.
dieses Thema Dokumentation zieht sich, ich habe zum Schluss noch eine Folie dazu, zieht sich durch diese gesamten GOBD wie so ein roter Faden an allen möglichen Stellen, aber das musst du auch dokumentieren und das musst du dokumentieren. Also man sieht, dass dieser Nachweis, also der dokumentierte Nachweis, so machen wir das, nehmen wir aber auch in Projekten jetzt schon wahr, dass es immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ich meine, Dokumentation ist langweilig, das ist vielleicht nicht das Spannendste in der Einführung von der frühen Rechnungserfassung mit Eingangsrechnungsklassifikation. Aber mal sehen, also es ist auf alle Fälle hier nochmal sehr, hat einen sehr hohen Stellenwert gekriegt, dadurch, dass es einfach ganz oft benannt wurde. Der Brummer zum Thema Ordnungsmäßigkeit ist natürlich Unveränderbarkeit. Vor 20 Jahren, da waren hier in 5 Hallen DMS-Hersteller, Hardware-Anbieter, da standen hier Storage-Systeme, 12 Zoll Warm-Medien und das wurde hier alles verkauft. Ich habe keinen einzigen Storage-Hersteller hier gesehen, der jetzt Warm-Medien hier verkauft. Aber natürlich ist das Thema Sicherstellung der Unveränderbarkeit eine Anforderung, die wir haben. Da wird aber auch nochmal, so wie es auch in den Grundlagen in der AO schon drin steht, es geht nicht um Unveränderbarkeit, es geht um Nachvollziehbarkeit. Da ist jetzt dieser Begriff und so ähnlich steht es sogar in der AO selber auch drin. Also Änderungen müssen nachvollziehbar sein. Du brauchst keinen Warm Storage. Deswegen ist vielleicht auch keiner da, weil sich das mittlerweile langsam auch mal so rumgesprochen hat. Es sind aber dann sehr wohl auch nochmal Beispiele aufgeführt. Ihr könnt es natürlich damit machen. Es ist nicht verboten, eine Zentera, eine NetApp mit Plattenspeicher zu nehmen. Und das ist jetzt unser unveränderbarer Speicher. Aber hier wird genannt Berechtigungssystem, Backup, Sperren, Protokollieren. Also durchaus auch so softwaretechnische, einfachere Maßnahmen, die auch in Ordnung wären. Klar, sagen sie auch immer, kommt auf den Einzelfall an, muss man sich angucken. Aber das, was früher auch noch in den GDPDU drin stand, die Speicherung muss auf unveränderbaren Medien erfolgen, Datenträgern. Das steht nicht mehr drin. Also von daher haben wir es leichter, aber auch der Hinweis, weil das ist natürlich das, was die Mittelständler dann gleich machen. Ah ja, wunderbar, da lassen wir alles bei uns auf C unter Dokumente. Und dann, nee, also Ablage im Dateisystem ohne zusätzliche Maßnahmen, das ist doch ein bisschen zu wenig. Also von daher finde ich hier auch einen ganz guten Konkretisierungsgrad, so wie es auch vorher schon mehr oder weniger mal propagiert wurde. Aber da gab es eben auch immer wieder welche, die sagen, nee, ohne diesen Warm Storage, das geht überhaupt nicht. Und hier ist aber nochmal ganz klar, nee, ihr könnt es auch mit einem DMS machen. Und das ist ja eigentlich auch logisch, weil die Anforderung der Unveränderbarkeit, die kommt ja aus der Buchhaltungswelt. Und keiner benutzt sein Diamant, Oracle, SAP, FI zusammen mit einem Warm Storage. Das machen die Berechtigungssysteme in der Anwendung. Die stellen die Unveränderbarkeit her. Und das ist auch fürs DMS genauso ausreichend. Oh, ist gar nicht so einfach, gegen die Stimme anzureden. Ja, das ist so, da werden nochmal so diese ganzen Grundlagen dargestellt. Und dann kriegt es aber das Dokument, ich glaube ab Abschnitt 8 oder 9, nochmal den Bezug in Richtung Dokumente. Und das ist natürlich was, was dann die DMS-Jünger antreibt. Oh, mal gucken, ob da was Konkretes zu einigen Sachen gesagt wird. Ja, und dann gibt es Beispiele für geordnete Aufbewahrung. Und die sind konkret so benannt auch. Es wird auf das Thema Farbe eingegangen, was ja auch immer so ein Renner ist. Muss ich Farberfassung machen oder nicht? Ja, nee, musste machen, wenn es wichtig ist. Und ich suche seit 5 Jahren eine Rechnung, wo ein negativer Betrag nur in Rot drauf ist. Das steht immer ein Minus dabei und dann kann man natürlich sagen, ist nicht relevant. Vielleicht gibt es solche Dokumente. Ob es im steuerlichen Umfeld die gibt, weiß ich nicht genau, aber in anderen Bereichen gibt es auf alle Fälle, also da, wo Änderungsübermarkierungen gemacht werden in anderen Farben, braucht man Farbe. Aber hier wird auch gesagt, nee, nur wenn es wirklich inhaltlich relevante Info ist, die diese Farbe wiedergibt. Also auch ein schöner Konkretisierungsgrad. Das, was gleich geblieben ist, ist so dieses Thema bildlich-inhaltliche Aufbewahrung. Das hatten wir ja schon immer, dass ich da eben auch sagen kann, ich möchte nicht alles, als was ich selber erstelle, muss ich nicht als Dokument ver-PDFen, ich kann auch die Daten aufbewahren, inhaltliche Aufbewahrung. Da hat sich nicht viel geändert. Was ganz gut ist, was auch ein Dauerthema war im Umfeld elektronische Rechnungen, ich tausche Rechnungen mit meinem Partner aus, der schickt mir ein PDF, muss ich jetzt die Mail aufbewahren, in der die PDF ist oder nicht, wenn in der Mail nur drinsteht, anbei finden Sie die Rechnung. Dieses Thema Mail ist auch nur ein Umschlag in diesem Szenario. Es gibt ja auch Rechnungen, wo die Mail komplett im Body drinsteht. Aber auch nochmal finde ich ein schönes Beispiel, wenn die Mail nur ein Transportmittel ist, brauchst du sie nicht aufzubewahren. Auch wenn es ich auf den Projekten eher andersrum kenne, dass die Leute schon sagen, ja, ja, der PDF ist ja schön da und auch Zug fährt vielleicht. Aber ich will doch auch sehen, wann kam das Ding rein, wer hat es geschickt, an wen hat es geschickt. Also man hebt es eigentlich trotzdem in der Praxis auf. Aber
auch zu solchen Themen stehen sogar Erleichterungen in den GOBD drin. Dann wird zu unterschiedlichen Aspekten zum Thema Aufbewahrung nochmal Stellung genommen. Also das geht auch so ein bisschen hier mal und da mal. Klar, mit diesem, ich brauche eine Verknüpfung von Buchung zu Beleg, das war schon immer so. Ich brauche diese eindeutige Referenzierung, wie ich das mache, über Indexkriterien oder über einen Barcode-Label oder über eine Doc-ID. Das ist dann wieder ein bisschen offen, aber es wird auf dieses Thema, das gab es ja früher auch schon, wird auch nochmal Stellung genommen, dass die Belege dann nicht bearbeitet werden, dass man nichts mehr erkennen kann. Also dieses Thema Lesbarmachung, Originalzustand, da ist auch nicht viel Neues passiert, die Anforderungen hatten wir schon immer. Zum Thema Formate kriegt dann das Dokument, die GOBD kriegen dann langsam so den Bezug in Richtung maschinelle Auswertbarkeit, steuerliche Aufbewahrung von steuerrelevanten Daten. Und da in dem Zusammenhang wird ja auch oft das Thema Formate immer diskutiert. Was gleich geblieben ist, das ist jetzt schon wieder ein GDPDU-Teil, dass man da sagt, alles das, was du an steuerrelevanten Daten hast, musst du auch aufbewahren. Wenn du es irgendwie weiterverarbeitest und konvertierst, das Ursprungsformat muss trotzdem da sein. Also das sind auch mit diesen Verschlüsselungsthemen, das kommt alles aus den GDPDU. Das ist relativ stabil und gleich geblieben. Bei ein paar Sachen wundert man sich aber schon. Also der ein oder andere, der vielleicht jetzt bei Ihnen so eine Beleglesung im Einsatz hat, da erzeugt eine Insiders, wie auch immer, Software Daten, die dann interpretiert werden. Die kann man ja danach wegschmeißen, wenn man sie interpretiert hat, weil man will ja die Ergebnisse haben. Man will ja eine Vorgangsklassifikation haben oder Rechnungsendbetrag, also was halt so rausgekommen ist. Aber diese OCR-Daten, die sind jetzt auch steuerrelevant. Ich weiß nicht, da geht mir ein bisschen zu weit, meiner Ansicht nach, weil also das Risiko ist da eigentlich nicht so hoch. So hat man schon so ein paar Dinge noch drin, wo es vielleicht irgendwelche Gründe gab, die wir nicht nachvollziehen können, wieso man jetzt auch sagt, oh, das sind aber jetzt auch total wichtige Daten. Ja, also was schon ein Punkt ist, wo auch viel, viel nochmal an Anforderungen reingekommen ist, ist das Thema, ihr müsst die Daten beschreiben können, die ihr da jetzt habt. Also nicht nur einfach in einer Art und Weise sagen, hier, das sind unsere Buchhaltungstabelle, da sind die Werte alle drin. Also dieses Thema Strukturinformationen. Ist hier nochmal ganz explizit platziert. Das war früher nur in so einem Fragen- und Antwortkatalog vom BMF drin, hatte damit nicht den Status von einem BMF-Schreiben. Jetzt steht es aber dann wohl, wenn es so bleibt, auch in einem BMF-Schreiben, dass ihr bitte, wenn ihr Datensätze habt und die im Rahmen der Prüfung bereitstellt, das mussten wir schon immer, das müssen wir auch weiterhin, aber bitte liefert auch die Beschreibung dieser Datensätze mit dazu. Also das ist jetzt keine neue Anforderung und viele Kunden machen das auch so oder wenn man so einen GDPDU-Export in der Software macht, die macht das dann gleich mit. Aber dass das jetzt explizit auch in einem BMF-Schreiben so drin steht, dadurch kriegt es schon nochmal eine neue Qualität. Darüber regen sich ja auch einige auf in dem Umfeld und sagen, oh, wir haben da jetzt viele Dinge, die so mal gemacht wurden, die stehen jetzt plötzlich alle in einem BMF-Schreiben drin. Also ich meine, es ist so und man kann es aus Sicht der Prüfer verstehen. Die wollen natürlich wissen, was da für Daten geliefert werden, die ich da jetzt in meine Prüfungssoftware reinlade. Aber ja, ist schon eine neue Qualität, die wir dann da haben. Und das wird auch im Zusammenhang mit Beschreibung der Daten, wird auch nochmal das Thema Nachvollziehbarkeit, also wenn sich Daten ändern. Und so ein Thema, was wir oft in der Praxis gesehen haben, ist oft dieser Punkt Stammdaten. Das betrifft jetzt wieder so ein bisschen weniger diese DMS-Welt, aber wenn wir eine Kreditorenbuchhaltung haben und haben da Stammdaten, die ändern sich, ist ja so. Ja, und dann die Adresse ändert sich von einem Kunden, vielleicht ja, Steuerart wohl eher weniger, aber die leben halt und die passenden Stammdaten zu den Bewegungsdaten. Prüfer will jetzt unglücklicherweise 2004 bis 2006 prüfen. Ich habe aber nur die neuen Stammdaten, weil die ändern sich halt immer gleich. Das war schon oft ein Thema in Prüfungen und auch hier wurde nochmal ganz detailliert gesagt, nee, also das müsst ihr schon machen, ihr müsst es sauber hinkriegen, die passenden Stammdaten zu bekommen. Das stand bisher in keiner der Grundlagen so explizit drin. Auch in den GDPDU selber nicht, aber das hat da hier nochmal, wurde klar adressiert, bitte passt auf, dass eure Systeme, dass ihr es schafft, es muss ja nicht unbedingt so eine richtig gute Versionierung sein, aber dass eben, wie oben jetzt aufgeführt, eben über Protokolle nachvollzogen werden kann, welche Stammdaten galten denn mal zu welchem Zeitraum. Also das, finde ich, hat durchaus auch eine neue Qualität bekommen. Das Thema Datenzugriff an sich hat man ja komplett mit in die GOBD reingemauschelt. Das war das, was man so als Kritik dann auch oft vorgeworfen hat, hat gesagt, ja, aber das ist ja eigentlich die GOBS, die es jetzt gibt. Die haben so den Konsens aus Handels- und Steuerrecht. Das ist so, das gilt für beide Welten, Handels und Steuer. Und dieses Thema Datenzugriff gibt es ja im Handelsrecht gar nicht. Und jetzt macht man BMF-Schreiben, wo aber nur eine Sache, die was mit Steuern zu tun hat, ist eine Kritik, die jetzt vielleicht so Steuertheoretiker irgendwie
als angemessen empfinden. Draußen in der Praxis interessiert es die Anwender, finde ich, meistens eher weniger. Die sagen ja, was muss ich denn machen? Okay, Datenzugriff, der Prüfer kommt, will Daten haben, alles klar, da kümmere ich mich jetzt drum. Da interessieren die Grundlagen da nicht. Okay, es ist jetzt drin momentan und es sind aber auch zwei aus DMS-Sicht relevante Diskussionspunkte da nochmal aufgegriffen worden, weil ein DMS hat ja nur Dokumente und, also typischerweise. Und was will denn da der Prüfer für Daten? Und der kann er doch gar nicht auswerten mit seinem IDEA-Auswertungstool. DMS ist da doch gar nicht relevant. Und ja, das wird jetzt aber nochmal konkretisiert. Pass auf, Z3, dieses Szenario, der Prüfer will Daten haben, das hat auch was mit Dokumenten zu tun. Der Prüfer will auch Dokumente haben. Steht explizit jetzt nochmal drin. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ist ja mal eine andere Sache. Aber dieses Zugriffsszenario, der Prüfer will steuerrelevante Daten haben, ist jetzt hier drin nochmal thematisiert, konkret. Es geht auch um steuerrelevante Dokumente. Das heißt, er kann hergehen und kann sagen, gib mir mal die Rechnungen im Prüfungszeitraum XY, wenn er genug Speicherplatz hat. Das ist ein neues Thema, was DMS-Bezug hat, was reingekommen ist. Ein anderer Diskussionspunkt ist, ja, der Prüfer, was will er denn mit unseren Dokumenten und mit unseren Indexwerten? Damit kann er ja nichts gescheit auswerten. Dieses Thema vorhandene maschinelle Auswertungsmöglichkeiten nutzen, da hat man immer so an Excel, Listen, Filtern, Lückenanalyse gedacht. Hier ist jetzt explizit nochmal das Thema Volltext aufgenommen worden, damit auch klar ist, die Dokumente, auf die darf der Prüfer genauso zugreifen und auch Volltextsuche ist im Sinne dieses BMF-Schreiben eine Zugriffsart, die man ihm erlauben muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen uns bei den DMS-Systemen darauf einstellen, dass der Prüfer sagt, ich will die haben, ich will darauf zugreifen und ich will auch die Dokumente im Zweifelsfall mitnehmen. Das steht jetzt explizit, stand so bisher so nicht so drin. Es gab ein Urteil, dass Prüfer jetzt an so ein DMS dran können. Wir können eben nicht einfach alles ausdrucken. Da gab es jetzt schon ein Urteil dazu, das wird auch nochmal erwähnt. Aber auch Volltextsuche als Beispiel für maschinelle Auswertbarkeit ist explizit nochmal genannt worden. Systemabschaltung war auch schon immer ein Thema im Umfeld der GDPDU. Klar, kannst alles abschalten, was du hast an System. Hauptsache, es bleibt alles genauso wie bisher. So war die Anforderung in der Vergangenheit. Ist ja immer ein schwierig, quantitativ, qualitativ gleichwertig. Wie soll das gehen, wenn ich ein neues System habe? Das geht gar nicht. Da hat man, fand ich jetzt, leider alles so gelassen, wie es früher war. Vielleicht aus Sicht der Steuerprüfer muss das so sein. Du musst das Originalsystem vorhalten. Und wenn du es wechselst, dann bitte die gleichen Auswertungsmöglichkeiten auch im neuen System. Und oft läuft es in der Praxis halt doch ein bisschen einfacher, dass die Kunden dann sagen, oder dass man auch mit dem Prüfer vereinbart, ich kann dir jetzt nur noch die Daten geben, aber du kannst jetzt nicht mehr an irgendein System und dir eine G&V aufmachen, das geht nicht mehr. Aber wir haben alle Daten, du kannst dir dann das zusammenbauen, so wie du es vielleicht haben willst. So läuft es oft draußen in der Praxis, steht jetzt hier so nicht drin, im Gegenteil, steht genauso da, alles muss genauso auswertbar sein. Auch dieses Thema, ja, wir haben aber jetzt Reports gemacht und Druckdaten, das wird auch nochmal, nee, das reicht nicht. Also da ist man bei der harten Linie geblieben. Und muss es dann im Einzelfall im Projekt abstimmen, was ja auch durchaus in der Praxis geht, dass man sagt, wir müssen das Ding abschalten, da ist keine Wartung mehr drauf, keine Sicherheitspatches, wir können dir aber als Alternative das und das anbieten und beispielsweise auch einen Volltext. Das klappt ja schon in der Praxis mal, hier ist halt nochmal harte Linie, volles Rohr, da soll alles so bleiben, wie es ist. Was ich vorhin schon am Anfang mal gesagt hatte, war das Thema Verfahrensdokumentation als Stichwort, was ich so durch die ganzen Grundlagen durchzieht. Das wird wirklich viel erwähnt an vielen Stellen. Es wird auch nochmal gesagt, wenn ihr die nicht habt, ist es ein Mangel der Buchführung, welche Auswirkungen das auch immer hat. Es gibt ja viele Kunden, die haben sowas gar nicht. Von daher mal gucken, wie sich das Thema entwickelt, dass man zumindest mal ein bisschen was an Dokumentation macht, dass ein sachverständiger Dritter, das ist dann auch nochmal definiert, da oben steht's, dass der hat DV-Sachverstand und kennt sich auch sonst ein bisschen aus, dass der versteht, was da läuft. 20 Erwähnungen, also das ist durchaus signifikant an vielen Stellen. Was wir nicht drin haben, ist, ja okay, dann machen wir es halt. Was müssen wir tun? Ganz konkret. So eine Gliederung, eine Checkliste, was für Dinge denn jetzt wirklich in so eine Dokumentation reinkommen. Es gibt so, was zum Verständnis erforderlich ist. Gut, der Bitkom, hatte ich schon gesagt, der macht dazu ja auch das ein oder andere, hat Checklisten dazu gemacht. In der Dokumentation selber steht dann so allgemeine Beschreibung, Anwenderbeschreibung, technische Systemdokumentation. Aber die Kunden haben eigentlich gerne so eine Checkliste, an der sie sich abarbeiten können. Das hat man hier jetzt nicht gemacht. Am Beispiel Scannen sind mal ein paar Beispiele erwähnt worden. Also
Da hätte man auch mehr machen können. Man bleibt recht allgemein. Andererseits, wer allgemein bleibt, der kriegt halt auch erstmal das, wo man denkt, das ist es jetzt. Also finde ich auch legitim, dass dann die Kunden dann auch sagen, ja, wenn du nicht genau vorgibst, was du willst, dann mache ich was, was aus meiner Sicht ordnungsgemäß ist. Und so passiert es ja dann auch. Und wenn du halt nochmal genau wissen willst, wieso beim Barcode-Prozess keine falschen Barcodes erkannt werden können, dann dokumentiere ich das halt nochmal nach. Also die Freiheit hat man ja dadurch durchaus. Wobei trotzdem viele Kunden hätten gerne was Konkreteres, wo sie sich an dem Thema entlanghangeln können. So, das waren jetzt, ich glaube, 32 Seiten GOBD in einer halben Stunde. Schon mit dem Fokus Dokumentenmanagement. So, wie gesagt, wir finden es nicht schlecht, weil es auch einen guten Konkretisierungsgrad hat. Es sind einige Beispiele drin. Es wird auch Zugpferd erwähnt. Wenn man da irgendwie die Zugpferddateien ändert, das wäre auch nicht gut. Also es hat durchaus einen Konkretisierungsgrad, der gut ist. Mal gucken, ob es so bleibt. Es gibt, wie gesagt, noch eine Abstimmungsrunde auch nochmal. Ich denke, es kommt schon dieses Jahr raus. Insgesamt kann man aber auch immer nur sagen, jetzt haben Sie sich den Vortrag angehört, ziehen Sie sich das Ding auch mal rein. Es ist nicht so schlimm. Man kann sich das Original durchaus lesenswert, auch so eine BMF-Checkliste. Was wir beim Bitkom-Arbeitskreis ECM-Compliance machen, ist dieses Thema, ja, was heißt denn das jetzt? Was heißt denn Ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit, Unveränderbarkeit fürs DMS? Und was für Umsetzungsmöglichkeiten gibt es da? Da arbeiten wir gerade dran an der Checkliste. Weiß nicht, ob wir sie genau gleich rauskriegen, zusammen mit den GOBD oder ein bisschen später. Das sind aber auch alles Dokumente, die der Bitkom ja dann auch so kostenfrei, dann in der Regel kostenfrei, darf jetzt nicht zu viel sagen, veröffentlicht. Also Fazit, da wird es was Neues geben. Das wird die neue Bibel für die Aufbewahrung von Dokumenten sein. Da ist alles drin paketiert zu dem Thema. Aber trotzdem, auch da, wie beim Thema Verfahrensdoku, das ist erstmal allgemein. Und das kann man mit Prüfern, kann man Dinge abstimmen und diesen Spielraum, den man ja hat, wenn jetzt eben es heißt, macht eine Verfahrensdoku, dass ein Sachverständiger Dritter das kapiert und man gibt aber jetzt nicht im Detail vor, was dazugehört, dann habe ich den Spielraum, den kann ich nutzen, ich soll es nicht allzu fahrlässig machen, das ist auch klar. Also von daher begrüßen wir aus DMS-Sicht das Dokument, weil viele angenehme Konkretisierungen drin sind, auch wenn man sich vielleicht so grundsätzlich einige Themen einfacher gewünscht hätte, wie was ist denn mit Systemabschaltung und was sind denn jetzt steuerrelevante Daten, also Themen, die eigentlich die Anwender schon eine ganze Zeit umtreiben. Ja, gibt es Fragen in der Schnelle? Wie gesagt, ich habe hier hinten, das können Sie sich dann noch, wenn Sie nicht ganz abgeschreckt sind, so zum Thema Vollständigkeit, was kann das denn beim DMS heißen? Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, weil die Zeit ist um. Richtigkeit, das wird dann im Vortrag, hängt am Vortrag nochmal hinten dran, dass man nochmal ein paar Beispiele hat. Ja, wie meint man das denn jetzt genau, das Thema Ordnungsmäßigkeit unter dem Gesichtspunkt Zeitgerechtheit oder Vertraulichkeit? Das ist nochmal im Anhang zur Folie, zu dem Vortrag hier dabei. Wenn Sie wollen, können Sie sich das anschauen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag hier in Stuttgart.